Guten Tag, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg und herzlich willkommen bei einem weiteren Video. Freunde, im heutigen Video werden wir mal was essen gehen mit Lukas zusammen, das er noch nie gegessen hat. Auf jeden Fall sind wir uns einig, du hast den Dish noch nie gegessen, oder? Ich war gerade da drin, in dem American Brand Store Wild Wild West. Ich habe gefragt nach einem T-Shirt. Der hat gemeint, leider nein, lange Story, die Größen gab es nicht, es gibt es nur sehr klein. Lukas und ich tragen beide eigentlich am Oberkörper XXL. Ich wollte unbedingt so ein T-Shirt haben, leider gibt es nicht. Ich habe es probiert, es wäre sehr lustig geworden, aber vielleicht beim nächsten Mal. Ich wünsche euch viel Spaß in diesem Video. Hi, lang nicht gesehen, wie geht's? Grüße Sie. Hallo. Guten Tag, wie geht's euch? How are you? So, mein Freund, ich sag dir nur so viel, eine Speise. Ich hoffe, du hast sie noch nie gegessen. Ich glaube aber, ich bin mir ziemlich sicher, du hast sie noch nie gegessen. Könntest du dir ungefähr vorstellen, welche Richtung es geht? Eine Speise, die ich noch nie gegessen habe? Ja. Woher weißt du, dass ich sie noch nie gegessen habe? Vermute ich. Vermute ich. Also ich gehe gerade die Kontinente durch. USA, Südamerika, Asien, China, also du musst, Taiwan. Ich sag's dir so, ich mach's dir einfach. Du musst so denken. Ich kenne die Speise, okay? Ja, Fufu. Ich weiß noch nicht genau, was die Definition unter Fufu ist, weil ich glaube, dass Fufu nur Grieß heißt, Bro. Gehen wir jetzt in ein afrikanisches Restaurant oder nicht? Ich wollte sogar, ich schwöre, ich war gerade in einem Laden, deswegen bin ich 10 Minuten später gekommen. Ich wollte eigentlich so zwei afrikanische T-Shirts kaufen, kennst du? So aber, gelb und so. Ja, genau. Aber der hatte keinen in unserer Größe. Ja, geil, genau. Alter, ich freue mich. Ja, das wird jetzt richtig geil. Wir gehen afrikanisch essen. Warst du schon mal afrikanisch essen? Ja, ich war einmal in Dubai, gab es so einen Stand. Was hast du da gegessen? Gegrillte Bananen. Es gibt doch diesen fetten Pancake, dieses äthiopische, das ist so so Sauerteig-Dingsbums. Da sind so voll viel Kleckse drauf, bisschen davon, bisschen hier. Ja, okay. Äthiopisch ist halt auch sehr viel arabischer Einfluss, ja, oder? Ja, voll. Es ist, ist glaube ich, im Osten so mehr. Wir sprechen sogar Arabisch dort. Im Westen? Ja, ich weiß es nicht. Nein, im Osten. Und das andere ist halt Ghana, Nigeria, das ist Angola, aber, würde ich sagen, die richtige afrikanische Küche ohne arabische Einflüsse. Oh, Bumbude! Nein, Spaß. Wir haben auf jeden Fall Rachel's African Sensation rausgesucht. 5 von 5 Sterne, Bruder. Rate, wie viele Bewertungen? 180. Oha, Bruder, 13, chill. Es sind einfach 13 Afrikaner, die gesagt haben, das Essen schmeckt wie bei Mama. Und heute kommen 2 andere Afrikaner, dann gibt's 15. Also ich weiß nicht, aber bei einem Restaurant, das 5 von 5 hat und 13 Bewertungen, da bin ich, das wäre eher so eins, das ich nicht ausgesucht hätte. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Let's go. Bruder, die Cheers. Schon zu? Nein. Gar nichts mehr. Aber eigentlich bis 18 Uhr, oder? Bis 18 Uhr, aber heute... Nein, ihr habt doch nichts mehr, oder? Aber dauert 30 Minuten. Was gibt's denn? Was hättest du zu essen? Reis mit Fisch. Blade. Wolltest du unbedingt Egusi essen? Oder? Ja, Egusi wäre schön. Gibt's heute, diese Woche nicht. Ah, okay, okay, yeah. Okay. Okay, dann würden wir Stew essen. Right, with rice. Ja. Okay. Und Fisch. Ja. Und Plantain. Ja, yeah, alles, okay. Maximum. Okay. Können wir einfach um 30 Minuten. Okay, kein Problem. Yeah. Okay, bis gleich. Also Leute, ihr habt ja jetzt mitbekommen, leider. Ja, die Dame hat halt nicht immer alles auf der Karte. Ich glaube, es gibt so ein Menü, weißt du, es klingt so ein bisschen nach so einem Wochenmenü. Wochenmittagsmenü und so. Ja, ja, ja. Aber auf jeden Fall gibt's Stew. Ich habe das schon mal gegessen, ich weiß nicht mehr, wie das schmeckt. Das heißt, es wird jetzt interessant, weil... Ja, ja, Stew heißt einfach nur Stew. Ja, das ist ein Stew. Also, aber ja, aber das Gericht, glaube ich, heißt auch so. Das weiß ich nicht. Egal, das werden wir gleich rausfinden. Aber auf jeden Fall, Egusi gibt's heute nicht. Trotzdem werden wir heute einfach das erste Mal wirklich zwei Afrikaner... die ganze Welt schon bereist haben oder die halbe, werden heute einfach auch afrikanisch in Wien essen gehen. Und es wird eh interessant, wie es schmeckt, wie es ist. Die Frau war ziemlich süß. Ich würde auch mal vorschlagen, dass die lieben Zuschauerinnen und Zuschauer mal in die Kommentare schreiben, dass wenn wir mal den afrikanischen Content weiter unten betreten sollten, ja, in welches Land wir als erstes gehen sollen. Amici mie. Trinken jetzt ein Glas Wein und dann geht's African Food essen, Leute. Leute, ein sehr, sehr süßer Laden, ne? Was sagt ihr? Wir werden auf jeden Fall jetzt diese halbe Stunde nutzen, um ein bisschen die weitere Planung für die nächsten Wochen durchzubesprechen. Die Karte ist die handgeschrieben, nein. Sieht aber so aus. Ja, halt einmal und dann kopiert, oder? Schöne Schrift, aber irgendwie trotzdem. Ja. Hätte ich das geschrieben. So ein paar arabische Zeichen mit drin. Och, ein Taleta. Special and she reckless. MBA, my bestest.
Sehr lecker, sehr. Na voll. Und perlt auch noch nach, wenn Sie sehen, weil da unten sind so Punkte. Mhm. Und dann ist das bewusst für den Prosecco. Das ist auch was fürs Mittagsding, so, genau, oder? Danach kann man schön was essen gehen. Jawohl, richtig Appetitanreger. Super. Aus einem Glas wurden zwei. So Leute, ich habe jetzt gerade angerufen, vor 10 Minuten, habe gesagt, ich bin in 5 Minuten da, weil ich bin auch Afrikaner. Afrikanische Essen, Alter. Das wird das erste Mal, dass Lukas und Randy afrikanisch essen, glaube ich. Afrikan Heat. Okay, nee, wir waren, oh mein Gott. Natürlich haben wir afrikanisch gegessen, Bruder. Oh. Ägypten ist Afrika. Ja, wir wissen alle, was... Okay, wir wissen alle. Wir haben schon Speisen aus dem afrikanischen Kontinent gegessen. Okay. Ja, wenn wir von afrikanischem Essen wissen, sprechen, weiß jeder, was gemeint ist. Ja, ja, das stimmt. Komm, bring ihn. Das ist der Hammer. Der Witz war der Hammer. I want me some African heat now. Der Eingang ist auf jeden Fall critical. Der ist eher japanisch, ja. You want to eat here? Yeah, yeah. Ah, okay. It's no problem, right? No problem. Okay. I thought you are taking it. No. Okay. Ich hab alles schief gegangen, was schief gehen konnte heute, oder? Sei ehrlich. Nur ein Tisch? Sorry. Only one table. Only one table because we are just reopening little now. Okay. But many people come in order, right? Yeah, people come to order. Okay. Not sitting, a lot of people don't come to sit, just come and take. And okay, go. Okay. Yeah. Sorry, I thought you want to take it no away. Problem. That's why I packed the food now. Wir sitzen in einem gefliesten Raum, komplett Wände gefliest, Decke nicht, aber Boden gefliest. Es ist kein wirkliches Restaurant. Viele Leute kommen einfach hierher, um zu ordern. Man sieht auch überall im Yum, also das ist so eine Lieferando aus Österreich. Und Lukas und Randy sitzen hier. Ich weiß, Lukas wäre hier niemals gesessen in seiner ganzen Karriere, ohne dass er Randy kennen würde. Aber schauen wir mal rein, was da drin ist. Was sind wir ehrlich, unabhängig von YouTube, wärst du wahrscheinlich auch nie hier gesessen, oder? Nee. Boom. Was haben wir jetzt hier? Das ist der Fisch. Sind da gekochte Bananen? Nein. Doch, oder? Das ist der Fisch. Das ist der Fisch. Das sind Bananen. Ich bin kein Fan von gekochten Bananen. Das hat sie auch vorher nicht gesagt, oder? Hat sie das gesagt? Nein. Aber die hat sich gedacht, der ist Afrikaner. Weißt du, wie der Fisch geschnitten ist? Da ist ja der Knochen in der Mitte. Ja, ja, voll. Das ist einfach so, so wie eine Wurst geschnitten, gell? Ja. Das wird was, mein Freund. Okay. Du hast den ersten Biss. Auf jeden Fall sind wir uns einig, du hast den Dish noch nie gegessen, oder? Nein, ich finde es auch ein bisschen zu wenig Stew, oder? Ja, es ist zu wenig Soße, ja. Ich weiß noch nicht, ob es scharf ist. Es kann sein, dass es scharf ist. Schieb direkt so eine Banane hinter. Es ist spicy. Ich finde auch den Reis lecker. Ja, ist okay. Ist gut, ist perfect. But a little bit... Little bit too less stew. Two? Too less stew. More stew. You need more. Yes. You have more. Okay, I'm bringing more. Yeah, yeah. Okay. Weißt du, was mich stört? Es wäre noch lustig geworden. Dieses Grieß, Egusi, dieses mit der Hand, das wäre eigentlich der Fun daran geworden. Aber ich verspreche euch eins, das werden wir noch machen. Entweder wir machen es irgendwo hier im Umkreis oder wir machen es direkt da, wo es herkommt. Wir starten langsam, ja. Es gibt jetzt mehrere Teile. Teil 1 afrikanisch, Teil 2 afrikanisch, Teil 3 afrikanisch. Afrikanisch mit Lukas. Ich kenne den Geschmack. Ich weiß genau, was für eine Soße ist. Die Soße schmeckt absolut geil. Der Fisch ist halt crunchy gebacken. Ich weiß nicht, ob der gebacken ist. Die Haut ist wirklich, die ist schon scharf. Ich könnte mir auch vorstellen, dass der Fisch einfach so im ganzen reines Fett geworfen würde. Kochbananen. Das wird jetzt wirklich das erste. Ich hab einmal in meinem Leben Kochbananen gegessen und seitdem mag ich sie nicht. Ja, yeah, because I'm afraid maybe it's too spicy for you. That's why I put little. Nah, it's good, it's good, it's good. He's African too. Ah, okay. Yeah. Like sweet pepper? Yeah, yeah. No problem? No problem. Ah, okay. The African brother. Aber es sieht geil aus, Bruder. Es ist wirklich so, manchmal habe ich auch so Currys bestellt beim Inder, die auch so in diese Richtung gehen, so mit oily. Weil Afrikaner mit sehr, sehr viel Öl kochen. Und das Öl trennt sich ein bisschen von der Soße, was aber trotzdem Flavor hat. Also das ist absolut lecker. Gell, sei ehrlich, die Soße finde ich sehr gut. Es gibt, und habe ich auch schon mit Sabrina geschrieben, die so, da ist viel zu viel Öl drin, es ist viel zu ölig, es ist viel zu... Es gibt emulgierte, wenn man das jetzt so richtig gesagt hat, wenn ich das richtig gesagt habe, Soßen und Stews und Currys, wo Fett und der Rest eins ist. Und es gibt
es gibt auch Stews und Soßen und Curries, wo Soße, wo Fett getrennt ist, also wo das sich nicht... Es muss nicht emulgiert werden. Genau. Ja, ja, ich weiß. Und es ist auch korrekt so. Es ist nicht alles immer eine cremige Soße. Aber hier ist einfach nur, ich sage euch ehrlich, Leute, also Kochbananen, ja, die sind deutlich geschmacksneutraler, als ich dachte, muss ich ehrlich sagen. Die Schärfe, so wie ich jetzt Lukas kenne vom Schärfe-Ess-Verhältnis und mich, nach Tokio, ich kann auch kein Schaf mehr essen, das wissen wir, ist das die perfekte Schärfe in einer Speise. Bisschen zu scharf? Bisschen mehr geht. Ach so, okay. Ja, für mich wäre es perfekt. Ich muss halt sagen, die Soße... Die Soße trifft zu 100% meinen Geschmack. Ist wirklich lecker. Ist so sauer, cremig und scharf. So würde ich es. Leicht sauer, cremig, genau. Und so ein bisschen. Die Schärfe, und die Schärfe bleibt im Mund länger als der Rest. Die ist so dumpf, die Schärfe. Genau. Das ist nicht so eine spitze Schärfe, sondern das ist übertrieben saure Schärfe. Mhm, so Thai-Schärfe, so frische Chili-mäßig. Das ist so eine dumpfe, geröstete Schärfe. Ich habe schon ein paar Afrikaner beim Kochen zugeschaut. Die kochen eigentlich schon immer mit, also mit nicht getrockneten, werfen die in die Soße und die kommen dann wieder raus. Sagen, es ist gut, aber es haut niemanden vom Hocker. Das kann ich sagen. So, der Fisch ist, wie kann man das beim Fisch sagen? Ich würde sagen, der Fisch ist zu heavy frittiert so. Die Soße ist auf jeden Fall das Beste an dem Ganzen und der Reis ist halt typisch afrikanisch, hat nichts mit asiatischem oder anderem Reis zu tun. Es sind einfach, die Reiskörner sind so al dente, kann man das so sagen? Ich glaube, es ist Himalaya-Reis, oder? Ich weiß nicht, was für Reis, aber es ist, also der ist, er schmeckt, ist gut. Und die Soße überzeugt komplett. Kochbananen sind nicht so meins. Ich sag's mal so, aufgegessen hat Lukas trotzdem zackig, zackig. Aber wir brauchen auf jeden Fall eure Empfehlungen in den Kommentaren für gute afrikanische Restaurants, damit wir auch mal einmal am Tisch sitzen können mit Gries und weiß was ich und dies und das in einem Restaurant. Das war heute ein bisschen was schief gegangen. Sehen wir ein, wie es ist, gell? Randy hat wieder gut recherchiert.